Hallo lieber Skorpion, herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im April 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Sieben der Kelche. Schau. Wer ist es, der hier so verwirrt ist? Das bist nicht du, Skorpion. Das bist nicht du. Das ist eine Person, die sehr viel Mühe damit hat, dich einzuordnen. Also nicht nur von deiner Persona her, sondern auch, was in dir vor sich geht. Also mag mich Skorpion, ja oder nein? Hat das jetzt Skorpion freundlich gemeint oder hat das jetzt Skorpion böse gemeint? Schaut mich Skorpion gerade an oder schaut Skorpion an mir vorbei? Was genau wollte Skorpion mir da sagen? Und überhaupt, wer ist Skorpion? Aus welchem Land kommt Skorpion? Wie viele Sprachen spricht Skorpion? Wo wohnt Skorpion? Wie ist Skorpion so drauf? Also Fragen über Fragen in Bezug auf dich. Es kommt mir, diese Energie von offenen Fragen kommt mir so mächtig vor, dass ich dir bestätigen kann, dass das nichts mit dir zu tun hat. Nein, es ist nicht so, dass du da irgendwelche sarkastischen Bemerkungen oder liegen gelassen hast. Ja, da kann man sich ja fragen, oder meint die jetzt das gut oder schlecht? Aber ich sehe nicht, dass das etwas mit dir zu tun hat, diese Verwirrung, die dieser Mensch hier hat. Es geht hier mehr darum, dass dieser Mensch ein bisschen überfordert ist von dir. Ja. Wenn man überfordert ist, dann ist man verwirrt. Okay. Bist ein bisschen too much. Ja. Too much to handle. Drei der Münzen hier. Hab dich am Arbeitsplatz gesehen? Beim Arbeiten gesehen, okay, vielleicht arbeitet ihr zusammen. Auf irgendeine Art und Weise seid ihr zwei über die Arbeit miteinander verbunden. Okay, und ich sehe jetzt auch hier, warum dieser Mensch so viele Fragen in Bezug auf dich hat. Warum? Weil du hier während der Arbeit, während der Verrichtung deiner Verpflichtungen, das kann auch der wöchentliche Einkauf sein, alles was mit Arbeit zu tun hast. Hat, mit Verantwortung, Verpflichtung zu tun hat, ist drei der Münzen. Du bist da bei der Bewältigung deiner Aufgaben kein bisschen darauf fokussiert, hier irgendwelchen Leuten um dich herum Klarheit zu geben. Also wenn ich arbeiten gehe, dann konzentriere ich mich auf die Arbeit, sagst du. Ich stehe nicht da und schaue, dass dieser Mensch versteht, dass ich ihn, sie sympathisch finde. Das ist in diesem Moment not my problem. Drei der Münzen, also woran auch immer du momentan arbeitest, mit wem auch immer du momentan arbeitest, wo auch immer du arbeitest, du bist momentan zufrieden und du hast den Eindruck, dass du hier wirklich etwas dazu beitragen kannst, dass du hier wirklich ein wichtiges Mitglied hier bist, ein wichtiges Glied hier bist in der Firma, bei der Arbeit, bei deinen Verantwortungen. Das hier kann zum Beispiel auch eine WG sein, wo drei Menschen gemeinsam dafür sorgen, dass da ein schönes Heim ist und doch du fühlst dich wertgeschätzt und hast den Eindruck, dass du auch deinen Teil beiträgst. Und jedes Mal, wenn du da irgendetwas für die WG tun musst, bist du voll auf deine Aufgabe konzentriert. Und schaust jetzt nicht, oder was der Hans da... Ja. Es wird mir irgendwann zum Verhängnis, dieses Hans da, sage ich dir. Gibt es Leute unter euch, die es mit einem Hans zu tun haben? Plan B. Gibt es solche, die es mit einem Franz zu tun haben? Weil wenn Hans nicht mehr geht, will ich Franz bringen. Es wird dann lustig, wenn diese Videos in andere Sprachen übersetzt werden. Deutscher Exportschlager hier, Hans und Franz. Zwei der Kelche hier. Okay, Skorpion. Dieser Mensch ist dir sympathisch. Ja. Dieser Mensch ist dir durchaus sympathisch. Du kannst dir durchaus etwas vorstellen. Du willst dir durchaus Händchen halten, ja? Nur bist du hier der Meinung, dass dieser Mensch die Gelegenheit dazu nicht schafft.
Ich flirte nicht beim Arbeiten, sagst du. Ich flirte nicht beim Einkaufen. Ich flirte nicht beim Autowaschen. Tue ich nicht. Würde ich gerne, ja. Aber diese Person schafft hier noch keine Gelegenheit dazu. Weißt du, wir haben hier auch hier so diese verschiedenen Hautfarben hier und, Entschuldigung, das zeigt mir, dass ihr zwei ziemlich unterschiedlich seid. Nee, Hautfarbe an sich, das spielt gar keine Rolle. Es geht hier um das Symbolische, ja, so Black and White, oder ihr habt verschiedene Ansichten, verschiedenes Aussehen. Gut, das macht nichts, ich weiß, aber du verstehst, was ich meine. Ja, und das ist der Grund dafür, dass das Gegenüber hier sehr viel Mühe damit hat, dich zu verstehen. Diese verschiedenen Hautfarben, die können zum Beispiel auch darstellen, dass dieser Mensch es sich gewohnt ist, es stets mit Männern, Frauen zu tun zu haben, die gerne am Arbeitsplatz flirten, beziehungsweise nur am Arbeitsplatz flirten. Jetzt kommst du hier, oder? Andere Hautfarbe. Jetzt kommst du hier, eine Person, die bei der Arbeit gar nicht aufblickt. Die schaut mich nicht an, sagt dieser Mensch, oder? Ganz anderer Mensch, wie ein Alien ein bisschen. Und deswegen hat dieser Mensch hier Mühe damit, dich einzuschätzen. Sobald dieser Mensch sich hier abkehren würde von dem, was er sie kennt, weil er sie versucht hier basierend auf dem, was er sie bisher kannte, dich einzuschätzen, sobald er sie sich davon abkehren würde und sagen würde, weißt du was, ich riskiere es jetzt einfach und schaue, wie Skorpion so drauf ist, kann hier dann mit 8 der Kelche, 2 der Kelche, 10 der Kelche erreicht werden, das Happy End. Dieser Mensch muss momentan sich deiner Art anpassen. Wo auch immer ihr zwei euch immer wieder seht, da, an diesem Ort, wird es auf keinen Fall vorkommen, dass du von deiner Arbeitsweise, Vorgehensweise, Einkaufsweise, Autowaschartweise hier abweichen wirst. Das wird nicht passieren. Dieser Mensch muss dich abfangen da. Der Hierophant. Oh, der Narr hier. Dieser Mensch wird etwas riskieren. Wird dich sehr glücklich machen, 4 der Stäbe hier, Bauchtanzkarte. Ja, hier habe ich den Hierophanten, hier habe ich den Narren. Ich glaube, Skorpion, dass du, oder der Hierophant steht hier für das bessere Ich. Ich glaube, du warst bisher nicht so drauf. Wenn da jemand dich bei dieser Aufgabe, was auch immer das ist, angeflirtet hat, dann bist du aufgesprungen und dann hast du mitgemacht und dann hast du dir sozusagen sein Wissen auch deine Position hier versaut oder deine Aufgabe hier versaut. Wird hier Verschiedenes sein. Ich habe nur ein paar Beispiele aufgezählt. Siehst du alles? Ja, du siehst alles. Das hier ist das erste Mal, seit du entschieden hast, dich nicht ablenken zu lassen, dass hier wieder jemand kommt und dich anflirtet. Und zum ersten Mal hast du an deinem Entschluss hier festgehalten und hast hier deinen Kopf nicht aufgehoben, hast also von der Arbeit aufgehoben, sagen wir dem. Du hast hier zum ersten Mal, bist du deiner Linie hier treu geblieben, hast deinen Schwur hier eingehalten und jetzt mit dem Hierophanten siehst du, dass das der richtige Weg die ganze Zeit war. Der Narr hier, dieser Mensch wird es riskieren. Das ist die Risikokarte, wird hier springen, wird es hier riskieren, auch hier mit einem Stab in der Hand, ja, das ist da ein Ast der Stäbe sozusagen, wird dann das hier, was von diesem Menschen hier auf dich zukommen wird, völlig unerwartet kommen. 4 der Stäbe, du hast hier bald Grund zum Feiern. Ich werde hier mit diesen Karten, Skorpion, schauen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox, im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.